Wer in einem digitalen Fußballspiel den Ball so genau ins Lattenkreuz versenkt, der hat im richtigen Fußballleben wahrscheinlich richtig Spuren hinterlassen, so wie zum Beispiel der Moreno Costanzo. Herzlich willkommen, Moreno. Hi Martin. Mein Name ist Martin Zinser, ich bin Geschäftsführer von Sportlife One. Und ich freue mich extrem, dass wir ab heute etwas Neues anbieten dürfen, nämlich ein Webinar. Wir wollen alle Monate einmal uns melden. Und eine von unseren 8 Partnerfirmen, heute die Cemos-Gruppe, kann sich in diesem Webinar präsentieren und euch Mehrwert liefern, was wir Spitzensportlerinnen und Spitzensportler bieten können. Wir adressieren uns in erster Linie an Profisportlerinnen und Profisportler, an Nachwuchsleistungssportler, an Sportfunktionäre und Ehemalige. Wir begrüßen aber heute auch Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht zu unserer Community gehören oder vielleicht später dazu stoßen. Ihr habt die Möglichkeit, in diesem Webinar Fragen zu stellen über den Chat, rechts oben in der Chat-Funktion. Der Moreno wird die ein oder andere heute beantworten, alle anderen aber im Laufe von 24 Stunden nachher eure Antworten zukommen lassen. Der Moreno, den ihr hier heute kennenlernt, war 15 Jahre Fußballprofi, hat für verschiedene Schweizer Clubs insgesamt 426 Pflichtspiele absolviert. Zudem hat er 7-mal für die Schweizer Fußballnationalmannschaft gespielt und seine Premiere wird er wahrscheinlich das Leben lang nie vergessen. An der Seite von Legimann, ganz beständigen, ruhigen, soliden Leistung. Wirklich für die Schweizer und das Tor für die Schweizer. Eine Produktion der Jungen und man stelle sich vor, der Junge Costanzo schießt 1,5 Minuten nach seiner Länderspielpremiere den Führungstreffer für die Schweiz. Das ist ein 90 Sekunden. Nach der Einwechslung ein Goal schiessen, 1-0 in Österreich. Das sind Bilder und Momente, die du wahrscheinlich nie wirst vergessen. Ja, das ist natürlich ein Moment, der immer wird bleiben. Unvergesslich und ein sehr, sehr schöner Moment in meiner Karriere. Man weiss ja, dass Fußballprofi recht schön Geld verdienen können. Jetzt, ich würde nicht sagen, du gehörst zu den absoluten Top-Verdienern, aber hast bei IB gespielt, bei St. Gallen, bei Vaduz, bei Thun, hast ein paar Stationen gehabt. Was hast du mit dem ersten verdienten Profigeld gemacht? Ich nehme nicht an, du hast gerade einen Ferrari gekauft damit. Nein, das nicht. Ich habe mich aber stetig für die Finanzbranche interessiert und habe eigentlich vor 11 oder 12 Jahren meine erste Aktie gekauft und bin auch heute noch stetig dabei und immer online eigentlich. Ja. Jetzt im Sommer, im letzten Sommer 2020, hast du deinen Rücktritt erklärt, nach 15 Jahren. Hast anschliessend gerade das Immobilienpraktikum absolviert und bist seit Februar Sales Manager bei der Acemos-Gruppe. Ist für dich immer klar gewesen, dass es direkt nach der Sportprofikarriere nahtlos weitergehen soll? Gut, bei mir ist es so, ich habe eine gewisse Verantwortung zu Hause, ich habe 2 Kinder und von dort her ist es ziemlich klar gewesen, dass ich eigentlich nahtlos weitermachen will. Ich bin auch nicht der Typ, der zu Hause sein kann, der irgendwo auf der faulen Haut liegt. Und von dort habe ich mein Netzwerk ein bisschen spielen lassen, ein Praktikum gemacht und jetzt freut es mich, dass ich hier bei der Acemos bin. Also insofern ist der Moreno ein sehr gutes Beispiel, was Profisportler eigentlich machen sollen. Uns ist ja das Anliegen von Sportlife One, dass sich Sportler frühzeitig mit der zweiten Berufskarriere befassen. Das hast du scheinbar sehr gut gemacht, sonst wärst du heute nicht da. Wir wollen mal reinhören. Der Roger Bicker, der Inhaber der Acemos-Gruppe, was er sich überlegt hat, warum er an Moreno die Chance gegeben hat. Als Unternehmer habe ich mich entschieden, den Moreno Costanzo unter Vertrag zu nehmen. Den Moreno kenne ich schon viele Jahre. Er ist als Fußballer sehr gut unterwegs und hat sich im Laufe seiner Karriere als Leader entwickelt. Er ist sehr zielorientiert und diszipliniert. Er hat sich weitergebildet im Finanzbereich, unter anderem mit Börsengeschäft, aber auch mit Immobilienanlagen. Und er ist die Person, die die Glaubwürdigkeit gegenüber Sportlern, die unser Zielpublikum sind, auch wirklich überbringen tut. Roger Bicker spricht deine Leaderqualitäten an als Sportler. Was gibt es generell für Tugenden, die du sagst, haben Spitzensportler erlernt, was andere vielleicht nicht haben, wo man kann in die zweite Berufskarriere mitnehmen kann? Es gibt sehr viele Eigenschaften, die man eigentlich in einem Privatunternehmen mitnehmen kann. Der Roger hat es angetönt, ist natürlich Disziplin, Hartnäckigkeit. Man muss performen, auch unter Druck. Und das sind sicher Skills, wo man sehr gut in ein Unternehmen hineinbringen kann. Genau. Und wahrscheinlich auch Teamplay. Also du bist gewohnt, als Fußballer in einem grossen Team deine Rolle zu nehmen. Jetzt bist du als neuer Sales Manager bei der Acemos-Gruppe, hast da deine Rolle. Der Roger hat es angesprochen.
Du wirst mit Sportlerinnen und Sportlern zu tun haben und dort auf Augenhöhe können mit ihnen auch über die Themen reden, die wir heute vor uns haben. Erstes Vermögen anlegen, heisst der Titel von unserem Webinar. Wir haben ein bisschen eingegrenzt, Moreno. Wir haben gesagt, wir adressieren heute nicht unseren Grossverdiener, die eine halbe Million und mehr haben, sondern an solche, die anfangen mit Vermögen anlegen. Solche, die vielleicht nur so viel haben. Wir haben gesagt, also zwischen 5'000 und 25'000 Franken, das soll ein bisschen der Range sein, wo wir Lösungen präsentieren wollen. Jetzt, Moreno, vielleicht gibt es ein paar grundsätzliche Überlegungen, wenn man frisch anfängt mit Vermögen anlegen, die noch wichtig sind. Ja, grundsätzlich sollte man immer das Geld anlegen, das man eigentlich im Alltag nicht braucht. Wir reden hier eigentlich von 80%, die man anlegen sollte und 20%, die man ein bisschen spielen damit. Wir haben hier so ein goldiges Dreieck von der Acemos Group. Da reden wir von Sicherheit, Rentabilität und Liquidität. Es wird bei einem Kundengespräch maßgeschneidert eigentlich darauf eingegangen, auf den Kunden, was er für Bedürfnisse hat oder was er auch Vermögen hat. Bei uns ist sicher die Realwertstrategie sehr wichtig, also sprich, wir haben die 80% immer eigene Sicherheit drin, wo natürlich zu Lasten geht von der Rendite. Und wenn einer ein bisschen mehr spielen mit der Rendite, geht es zu Lasten von der Sicherheit. Und wenn einer immer den Markt ein bisschen beobachtet und will online sein, das heisst, er will immer ein bisschen Geld auf der Seite haben, sprich Liquidität, dann ist er der Typ, der ein bisschen mehr Geld auf der Seite braucht. Genau. Gut, eine gute Balance finden und einen guten Mix finden ist wahrscheinlich ein bisschen die Losung, die die Acemos Gruppe empfiehlt. Genau, wir haben hier so einen Mix erstellt. Da sieht man hier gerade, da haben wir vier Segmente abgedeckt. Der eine ist Edelmetall, das sind die bekannten Gold, Silber, Platin. Dann haben wir die Währungen drin, auch die ganz grossen US-Dollar, Euro, Schweizer Franken. Dann haben wir ein Segment, wo die Aktien abdeckt. Und das vierte Segment sind noch die Immobilien. Also man sieht, wir haben eigentlich jede Branche abgedeckt und falls ein Markt mal ein bisschen besser läuft und der andere weniger, ist man eigentlich diversifiziert, wie man es eigentlich in der Branche sagt. Also diversifiziert, ein bisschen das Risiko aufteilen. Wenn etwas nicht gut performt, ist dafür das andere gut. Das ist oft aufgrund von der Erfahrungen, die man gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, geht dann das auf. Das ist euch Strategie. Wie sucht sich dann Acemos Anlageprodukte aus? Gibt es dann einen Qualitätscheck vorher, bevor ihr das den Kunden empfehlt? Ja, wir haben ein Research-Team von vier Leuten, wo eigentlich jedes Unternehmen durchleuchtet. Und ja, das sind die Analysten, die für uns das machen und wo wir dann eigentlich auf Kunden können zugehen. Ja gut, dann legen wir los. Machen wir ein Beispiel. Jetzt sind ja Osterferien für die meisten ins Wasser gefallen. Wegen der Pandemie. Dafür hat man vielleicht ein bisschen Geld können sparen. Jetzt nehmen wir an, meine Reise hätte 5'000 Franken gekostet, habe ich jetzt nicht gebraucht. Ich habe es zur Verfügung, ich brauche es nicht gerade im täglichen Leben, ich kann es anlegen. Was würdest du mir aus Acemos-Gruppensicht empfehlen mit 5'000 Franken? Ja, da hätten wir eine Lösung mit dem 1A Global Fonds. Sprich, da habe ich vorraten, da ist so ein Mix. Da hat man eigentlich ein Körbchen, wo man alle Segmente abdeckt. Da sieht man jetzt einen 5-Jahres-Chart, der 34% Rendite abgeworfen hat. Man sieht auch, du hast vorher von der Pandemie geredet, dass da im Corona-Jahr ein Loch gegeben hat. Aber man sieht auch, weil man eben alle Segmente irgendwo durch abdeckt, dass das auch wieder aufgeholt werden kann. Und wir reden eigentlich immer von einem Fonds, einem längeren Horizont. Also sprich, wenn du den heute kaufst, solltest du den eigentlich nicht nach 2 Wochen wieder verkaufen. Sondern wir sind der Meinung, dass man eigentlich im Fonds längerfristig halten. Und ja, da sieht man jetzt einen 5-Jahres-Chart. Also wenn ich das richtig interpretiere, ich tue 5'000 Franken einzahlen. Ja, man kann vielleicht den Chart nochmal zeigen. 34% heisst, nach 5 Jahren komme ich 6'700 Franken rausüber. Mein Vermögenszuwachs in diesen 5 Jahren ist 1'700 Franken. Genau, wir reden eigentlich jährlich davon, dass man 4-5% machen kann. Und das ist sicher eine gute Anlagestrategie. Jetzt haben wir, glaube ich, eine erste Chatfrage. Gibt es einen Minimalbetrag für einen Fonds? Oder ist 5'000 Franken das Minimum? Wir haben jetzt einfach das Beispiel gemacht mit diesen 5'000 Schweizer Franken. Wir können natürlich, da ist man frei. Wir können auch 1'000 Franken, 500 Franken, da ist eigentlich jeder selber verantwortlich. Und von dort her sind wir da frei. Und die Laufzeit, hast du gesagt, das ist etwas, was man langfristig macht. Also
Man kann aber auch schon nach zwei Jahren verkaufen, dann hat man halt einfach nicht die 34%, man kann es aber 10 Monate anlegen lassen. Ich glaube, da habe ich richtig verstanden, oder? Genau, eben. Du kannst ihn heute kaufen und kannst ihn auch morgen verkaufen, aber das ist eigentlich nicht das Ziel. Eben, wie gesagt, einen Fonds sollte man sicher längerfristig halten. Gut, dann schlage ich vor, gehen wir einen Schritt weiter. Man hat 10'000 Franken, also zweimal Ostern, 10'000 Franken zur Verfügung. Jetzt kommt ein Wunsch dazu, ich würde das gerne in Immobilien anlegen, weil ich das eine sichere Sache finde. Was könntest du mir da empfehlen? Da haben wir eine Lösung 2. Das sind die sogenannten Immobilienanleihen, die man anbietet. Sprich, grosse Bauunternehmen wollen eigentlich ein Projekt realisieren und wir suchen eigentlich Investoren, auch Kleinanleger, die das Geld eigentlich bereitstellen, dass die dann anfangen können zu bauen. Und dazu haben wir gerade ein Video von unserem Rainer, unserem Vermögensberater in Frauenfeld. Ich habe hier ein gutes Beispiel für eine Immobilienanleihe, wo man sich beteiligen kann. Die Immobilienanleihe, das ist eine Gesellschaft, die noch Geld sucht für das Immobilienprojekt in Neuss. Das ist in Nordrhein-Westfalen, ganz in der Nähe von Düsseldorf. Und zwar geht es darum, über 55'000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche quer können zu bauen. Und da kann man sich beteiligen und sein Geld für ein oder zwei Jahre zur Verfügung stellen und kommt für das einen guten Zinssatz von 4,1% über. Nachher hast du dein Geld wieder zur Verfügung und die Immobilien, die verheben. Wir haben da ein entsprechendes Gutachten, dass eine sichere Anlage ist und nichts passieren kann. Ja, der Rainer hat es angetönt, hat zwei, drei wichtige Punkte erwähnt. Wie gesagt, die Laufzeit ist 24 Monate, also sprich, man hat das Geld wie ausgelehnt, zwei Jahre, und kommt es dann wieder rüber. Und da reden wir von einer Rendite jährlich von 4-5%, wo da sichergestellt ist. Also das ist auch durchleuchtet worden, eben, wie gesagt, von unserem Analystenteam. Also es hat Hände und Füße und es verhebt. 4% bei 10'000 Franken, das Beispiel haben wir gemacht, würde heissen, nach zwei Jahren gibt es 10'800 Franken retour, also Vermögenszuwachs von 800 Franken. Ja, ist das okay oder ist das bescheiden? Ja, wie man ja wisst, bei den heutigen Banken kommt man ja gar nichts mehr über. Also ich bin der Meinung, man sollte das Geld anlegen, auf dem Sparkonto haben wir nichts. Von dort her legt es lieber an, da haben wir ein gutes Produkt, das verhebt, das sicher ist und wir haben trotz allem 800 Schweizer Franken, die man einen Zuwachs kann generieren. Und das war ein Beispiel von Rainer Stäuble aus dem Raum Düsseldorf. Jetzt die Acemos-Gruppe ist im Frauenfeld, hat eine Tochtergesellschaft in Deutschland. Sind es vor allem Immobilienanleihen, die aus diesen zwei Ländern kommt, oder kommt das von ganz Europa? Da sind wir eigentlich unabhängig. Also wir sind eigentlich in ganz Europa tätig. Das war jetzt einfach gerade ein Beispiel in Deutschland, aber wir haben auch schon andere Länder in Angriff genommen, sage ich jetzt mal. Und von dort sind wir da ja, nicht irgendwie fixiert auf Deutschland oder die Schweiz. Eine Chatfrage von Jonas. Soll man alles auf einmal investieren oder empfiehlst du, mehr gestaffelt zu investieren? Das ist, glaube ich, eine grundsätzliche Frage. Ja, grundsätzlich, wenn man jetzt zum Beispiel eine Aktie, wenn ich darf ein Beispiel machen mit einer Aktie, dann redet man eigentlich von tranchenweise kaufen. Also man sollte nicht den Betrag gerade zu 100% reinwerfen, sondern mal einen ersten Teil und dann schauen, wie es geht. Aber jetzt, gerade in diesem Beispiel Immobilienanleihen, geht es eigentlich darum, dass man dann den Betrag, den man will, investiert und dann quasi zwei Jahre auf die Seite legt und dann ein Cashback bekommt. Okay, gehen wir weiter. Drittes Beispiel. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Mir geht es wunderbar. Ich habe 25'000 Franken und ich will das auch weiterhin in Immobilien anlegen. Aber Immobilienanleihen, ja, ich will es nicht an einen Investor geben, ich will selber etwas besitzen. Gibt es so Crowdfunding-Möglichkeiten? Da haben wir die dritte Lösung, das sogenannte Crowdly. Also das funktioniert eigentlich so, dass du als Kleinanleger wahrscheinlich ja nicht eine Kreditimmobilie oder ein grosses Mehrfamilienhaus selber vermagst. Also du tust dich eigentlich beteiligen mit verschiedensten Leuten, mit 5, mit 10, mit 15 Leuten. Und dann bist du eigentlich Miteigentümer und hast so mal einen ersten Fuß eigentlich im Immobiliensegment drin. Und dazu haben wir auch ein Video. Das ist Crowdly. Der clevere Fisch hat einige Franken gespart und möchte jetzt ein Investment mit einer guten, möglichst sicheren Rendite machen. In Immobilien, das wär's.
Alleine ist das zu teuer. Aber im Schwarm ginge es. Darum hat Crowdly eine Crowdfunding-Plattform gegründet, die Immobilienverkäufer und Interessenten zusammenbringt. Jede natürliche Person kann sich hier anmelden, Immobilien prüfen, einen Investitionsbetrag bestimmen und gemeinsam mit der Community ein Objekt kaufen. Mit einem überschaubaren Betrag kann jeder kleine Fisch Miteigentümer einer Immobilie werden. Das hat viele Vorteile, denn der Grundbucheintrag gibt Sicherheit und Mitspracherecht bei allen wichtigen Entscheidungen. Das Beste? Das Team von Crowdly kümmert sich als Eigentümervertreter um alle Aufgaben, kommuniziert mit der lokalen Liegenschaftsverwaltung vor Ort, mit Banken und Behörden. So kann sich die Community zurücklehnen und auf die dreimonatigen Renditeausschüttungen warten. Und bei Fragen steht das Team von Crowdly den Investoren zur Seite. Ja, ich hoffe, ihr habt ein verstanden, das System. Also es ist eigentlich ganz einfach. Du fungierst als Investor und wartest eigentlich auf deine Verzinsungen, die du quartalsweise überkommst. Und da reden wir von 5% jährlich, die du eigentlich kannst mitverdienen. Genau. Also kann eine ganze Mannschaft, Fußball, Eishockey, Radsport, können sich zusammentun. Jeder bringt 25'000 Franken und dann kann man zusammen vielleicht eine Liegenschaft kaufen. Das ist ein ganz tolles Modell. Muss nicht sein, aber es kann ja sein, dass ich vielleicht mal in der Mannschaft frage, ob jemand da mitmacht. Was ist denn, wenn Leerstände sind? Also Mietliegenschaften sind nicht immer voll ausgelastet. 2 von 10 Wohnungen sind leer. Wie wirkt sich das aus nachher für den Investor in Crowdly? Ja gut, das ist klar, das kann es auch geben. Es ist nicht jedes Mehrfamilienhaus voll vermietet. Aber weil das Objekt ja eigentlich durchleuchtet worden ist und ein guter Standort ist, könnt ihr davon eigentlich ausgehen, dass die Wohnungen voll vermietet sind. Und wenn einmal eine leer ist, wird das auch abgenommen. Also du musst nicht selber auf die Suche für einen Mieter. Also sprich, du bist eigentlich im Hintergrund und verdienst mit. Also immer noch besser als mein Geld auf der Bank, wo es 0% Zinsen gibt, selbstverständlich. Ein bisschen weniger maximal leiden. Jetzt habe ich aber das Problem, ich will wieder liquid werden. Also ich habe jetzt da 25 oder 50'000 Franken drin, ich brauche jetzt das Geld, ich muss ein neues Auto kaufen und muss das innerhalb von 3 Monaten haben. Ist das ein Problem? Komme ich da schnell wieder aus dem Besitz raus? Kann ich das veräussern? Also den Wunsch kannst du sicher äußern. Das wird dir eigentlich auch abgenommen. Es gibt einfach ein Vorkaufsrecht für die Miteigentümer von dem jeweiligen Objekt. Und wenn das Miteigentümer eigentlich nicht wollen, dann geht man auf den freien Markt. Wir haben eine spannende Frage von der Petra. Immobilie oder Fonds, Aktieninvestment? In Immobilien zu investieren sei ja zurzeit ziemlich umstritten. Man kann lesen, die Immobilienblase, die platze bald. Ist die Angst berechtigt oder ist das ein bisschen journalistische Angstmache? Ja gut, die Berichte gibt es immer wieder. Ich meine, wir reden eigentlich schon seit 10 Jahren, dass die Immobilienblase irgendwann mal platzt. Aber wir haben gesehen, die Preise sind eigentlich stetig gestiegen und ich gehe nicht davon aus, dass irgendwo etwas, eine andere Entwicklung gibt. Aber klar, ein gewisses Risiko, wenn man investiert, ist immer da. Also Petra, im persönlichen Gespräch mit Moreno kann man so Fragen natürlich vertiefen, anschauen, hinterfragen. Danke für die Frage, ist eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, wir haben jetzt 3 Möglichkeiten kennengelernt. Im Chat dürfen wir auch noch Fragen stellen, haben noch ein bisschen Zeit. Wir kommen ein bisschen zu einem ersten Überblick, also die 3 Lösungen auf einen Blick, Moreno. Genau, das sind die 3 Varianten, die wir vorher besprochen haben. Eben, wie gesagt, der 1A Global Fonds ist eine Variante mit 5'000 Schweizer Franken. Hat man ca. Rendite von 6% pro Jahr. Dann hat man die 2. Variante, die Immobilienanleihe, wo wir einen Betrag jetzt mal genommen haben von 10'000 Schweizer Franken, wo man ca. 4-5% verdienen pro Jahr. Und die 3. Variante, habt ihr gerade gehört, die Crowdly. Da muss man minimal aber 25'000 Schweizer Franken bringen, hat dafür dann aber 5% Rendite pro Jahr. Gut, wir haben jetzt mit diesen 3 Lösungen vor allem die angesprochen, mit ein bisschen weniger finanziellem Potenzial. Jetzt, wenn ein NHL-Spieler, ein gut verdienender Super League-Spieler kommt und sagt, ich habe 1 Million zur Verfügung, ich will investieren, dann haben die selbstverständlich auch Lösungen von der Acemus-Gruppe. Ja sicher, wir haben ja bestehende Kunden, wo wir unser Portfolio eigentlich anbieten. Wir haben Renditeimmobilien, da reden wir von größeren Objekten.
die es halt dann auch vermögen. Und dann haben wir natürlich unsere unabhängige Vermögensverwaltung, wo wir sehr gerne auch vermitteln und natürlich Kunden gewinnen. Wie hat es da Zemos Gruppe mit Bitcoin, mit Kryptowährungen? Ist das etwas, das wir nicht auf der Angebotsliste haben, bewusst nicht? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, das ist eine Frage, die ich immer mehr höre, weil jetzt gerade ein riesen Hype ist mit diesen Kryptowährungen. Ja, wir sind mehr mit der Realwertstrategie sind wir am Fahren, also sprich mehr Sicherheit. Was ich eingangs erwähnt habe, die 80%, 20%, also 80% würde ich sicher anlegen. Und die 20%, je nach Typ, ist natürlich lukrativ, die ganzen Kryptowährungen. Da gibt es mehr Renditen. Aber man muss sich bewusst sein, dass nicht immer die Sonne scheint, sondern dort kann es auch mal regnen kommen. Gut, und dann Nevin, unser Olympiasieger, spannende Frage, das ist logisch, das muss interessieren. Was kostet denn eine Dienstleistung von Cemos? Was ist zum Beispiel die Total Expense Ratio konkret bei einem 1A Global Fonds? Ja, da haben wir natürlich auch ein Fee, das wir rüberkommen. Das ist klar, weil sonst würden wir ja auch nicht überleben. Das gibt es ja bei jeder Bank. Und von dort her reden wir hier von einem 0,5%, wo wir für uns in Anspruch nehmen. Und der Rest geht eigentlich für dich als Investor aufs Konto. Gut, wer weitere Fragen hat oder sich vertieft will, mit dem Moreno über Anlageprodukte auseinandersetzen, der kann dich kontaktieren. Ja, sicher, jederzeit. Da sehen Sie gerade die zwei E-Mail-Adressen, die Sie mich anschreiben können, oder die Telefonnummern von Frauenfeld. Also, da sind wir immer online und meldet euch und wir würden sehr gerne alle Fragen dann beantworten. Gut, danke vielmals Moreno für die Präsentation von diesen drei Lösungen für so Anlagepotenzial 5'000 bis 25'000 Franken. Wie gesagt, nutzen Sie den direkten Kontakt zu Moreno. Die Adresse habt ihr gesehen. Vermögen@spotlife.ch. Vermögensfragen, Geldfragen, das ist nur eine Disziplin, die unsere 8 Partnerunternehmen bei Spotlife One bieten können. Wir haben auch Branchenpartner in Steuern, in Versicherung, Marketing, Kommunikation, Medien, Recht, Karriereplanung und auch Sportpsychologie. Und das gibt mir den Hinweis auf unser nächstes Webinar, das ich ankündigen darf. Das ist am Montag, 3. Mai. Und dort kommt die renommierte Sportpsychologin Christina Baldassare von Mind to Win. Das ist auch eine von unseren 8 Partnerfirmen. Und ihr Thema ist Coach the Coach. Also was kann ein Coach tun, damit ihre Athletinnen und Athleten, ihr Team mental noch stärker werden? Wie kann sie einen Sportler begleiten, der von einer Verletzungspause zurückkommt und dann wirklich wieder voll soll performen? Also viele Hilfestellungen für Coaches. Das ist vielleicht die Hauptadressierung an Coaches in der Schweiz, die Profisportler, die Profiteams betreuen, aber auch natürlich für Sportlerinnen und Sportler interessante Aspekte rein. Ein Fresh-Up in so Fragen, wie man auf den Tag X auf Olympia, Petra zum Beispiel, parat kann sein. Gut, wenn ihr mehr wollt erfahren über Sportlife One, dann kann ich euch etwas empfehlen. Mach's wie der Zubi. Mach's wie der Zubi, das ist eine persönliche Standortbestimmung. Du kannst mit 24 Fragen, die du selber beantworten musst, dein Stärke- und Schwächeprofil herausfinden. Du kommst das überall als Spinnengrafik, also gut visualisiert, und du siehst selber, wo bin ich gut aufgestellt, wo weniger. Also alles Fragen rund um Sport herum, was deine privaten Bereiche anbelangt. Du wirst auch angeboten ein Analysegespräch mit Experten. Das alles findest du auf unserer Website, kostet nichts. sportlife1.ch. Wenn du Sportlife One ohnehin schnell auf der Ferse sein, Follower werden, dann können wir dir einen von unseren sozialen Kanälen empfehlen. Und da sind alle aufgelistet. LinkedIn, Instagram, Facebook und YouTube. Auf YouTube wird jetzt dann auch das erste Webinar selbstverständlich abgeleitet. So, das war es vom ersten Webinar. 25 knackige Minuten mit dem Moreno. Ich bedanke mich bei euch für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter und sind auch beim nächsten Mal wieder dabei. Merci vielmals. Ich wünsche euch ganz einen schönen Nachmittag, eine gute Woche. Macht's gut. Tschüss zusammen. Merci.